Hallo Freunde, heute soll es um die GoPro Hero 5 Black bzw. 7 Black gehen. Um genauer zu sein, soll es mir darum gehen, wie wir die Tonqualität verbessern. Original haben die Kameras zwei Mikrofons schon drin. Wir haben hier ein Mikro, da ein Mikro. Mikroaufnahme. Ich glaube, das waren jetzt nur die zwei. Trotzdem ist die Tonqualität, wenn ich das so sagen darf, mehr als bescheiden. Das ist die Originaltonqualität von GoPro. Und jetzt möchte ich euch einfach mal die Lösung, die man ja wohl hinnehmen muss, von GoPro einmal zeigen. Und zwar müssen wir einmal so einen Adapter kaufen. Dieser Adapter wandelt quasi die Tonqualität von analog in digital um. Und dann brauchen wir auch noch ein zusätzliches Mikro. Alles andere bringt es nicht weiter. Und wie gut das ist und letztendlich wie das Ganze aussieht, wenn ich das gleich auspacke, das zeige ich euch jetzt. So. Los geht's. Also ich nehme mit Absicht auch mit einer GoPro auf, quasi nochmal, dass man quasi den Unterschied zwischen vorher und nachher sieht und hört. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie das Ganze verfälschen und mit einer anderen Kamera aufnehmen, weil andere Kameras sind da tatsächlich viel besser. Das muss man auch sagen. Okay. Das gute Teil. Das war jetzt natürlich nicht gut, dass ich das Ganze so aufgerissen habe, aber gut. Ist jetzt so. Ja, so sieht erstmal die Lösung aus. Es ist relativ groß. Also wenn ich jetzt die GoPro sehe und das Teil, es hat fast dieselbe Größe plus dieses Kabel da dran. So, jetzt schauen wir das Ganze einmal von der Seite an. Das sind die Anschlüsse. Also das ist im Grunde auch derselbe Anschluss, den wir nutzen, um die Kamera zu laden. Das ist quasi der Akkuanschluss. Also falls jemand irgendwie einen zweiten Akku hat, um das Ganze anzuschließen, ja, Pech gehabt. Dieser Anschluss ist dann schon mal besetzt. So, und jetzt schauen wir weiter. Weil hier haben wir nochmal die Kopfhörer. Da muss ich sagen, die wurden mir jetzt zur Verfügung gestellt. Ich werde sie aber letztendlich auch bezahlen. So. Der Vorteil ist auch hier. Hier ist, also in der Wohnung, es ist relativ windstill. Das heißt, wir haben auch kein Problem damit, also mit irgendwelchen Windgeräuschen oder so. Ja, okay, also das ist es erstmal. So müsste das Ganze aussehen, wenn wir das Mikro jetzt einmal dran machen würden. Also einmal dieser Umwandler von analog auf digital. Dann ganz normales Mikro, für was die auch immer kosten. Und dann die GoPro. So, das Ganze werde ich gleich versuchen in meinen Gimbal reinzutun. Also da bin ich sowieso gespannt, ob das Gimbal damit klarkommt. Das ist von Fairtech, also eigentlich recht gutes Teil. Also ich bin sehr mit zufrieden. Muss ich sagen, wirklich richtig gutes Teil, kann ich nur weiterempfehlen. Und mal sehen, ob es mit dem Gewicht klarkommt und das Ganze auch gleich vernünftig tragen kann. Gehört. Und zwar hat das mit dem einen Mikro gar nicht funktioniert. Ist gerade irgendwie 3 Minuten drauf gesprochen und war nichts zu hören. Lag aber jetzt nicht an diesem Umwandler von digital auf analog, sondern tatsächlich an dem Mikro selbst. Jetzt habe ich das dann dahin gelegt, nochmal ein anderes Mikro, das ich mir mal gekauft habe, rausgeholt. Und
das funktioniert, glaube ich, schon viel besser. Ja, okay. Ist dann so, kann jetzt passieren, ne, dass ein Mikro nicht richtig funktioniert. So, wie gut oder schlecht die Tonqualität vergleichbar ist, das könnt ihr dann selbst für euch entscheiden. Also, ob die Original GoPro-Qualität gut ist oder ob es doch viel besser ist, wenn man dieses Mikro nutzt. Ich habe das jetzt extra relativ nah an mich gehalten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man das ein bisschen weiter weghalten, damit die Tonqualität besser ist. Ich denke, so ist vielleicht etwas besser. Ja, von meiner Seite war es das. Hoffe, wenn der ein oder andere sich vorhat, eine GoPro zu kaufen, dass er dann weiß, dass man erstmal diesen Umwandler kaufen möchte oder sollte, wenn man vernünftige Tonqualität hat. Denn dieses verschlossene Gehäuse und so weiter und Originalton oder Mikros, das kann man ja vielleicht super irgendwo in Schwimmbad machen, wo es sowieso auf ja, die Lautstärke nicht so drauf ankommt, aber ich denke mal, sonst muss man das definitiv nutzen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.